Ja, servus und willkommen zur Gruppentherapie. Ich bin euer Therapeut, Mac Murago, und diese Therapie hier ist kostenlos. Genau, wir sind hier bei Let's Play Max Payne und die Freunde machen hier alle ein Nickerchen. So, wir sind mitten in der Polizeistation und kämpfen uns hier gerade ein bisschen durch und hoffen mal... Okay, da ist alles blockiert, aber was anderes Interessantes haben wir hier. Und zwar eine goldene Waffe teilen und den Herrn, der hier ein bisschen, naja, ein bisschen abhängt. So, da halten wir mal die Finger von. Okay, da haben wir gerade noch einen laufen sehen. Okay. Ich würde sagen, wir lassen den mal ein bisschen laufen. Gehen mal gucken, duschen. Oh, hat sich allein schon den Weg reingelohnt. Und wir haben wieder ein goldenes Waffenteil gefunden. So, wir sollten mal schleiß schauen, dass wir ein paar Waffen mehr finden. So, wir wollen ja nicht unnötig viel Aufmerksamkeit erregen. Gibt es noch was Interessantes? Handschein, Fesselspiele. Naja, ihr hättet auch eure Fesselspielchen gehabt. Alles klar. Ab durch die Zelle, ab durch die Mitte, wa? Okay. Tja, die Cops sind ja relativ gründlich mit der Polizeiarbeit, würde ich mal meinen. Die lassen da relativ wenig Zweifel. Naja. Aber dem. Hohoho. Da ist jetzt nichts. Also klar, der Weg. Ein Rucksack, der da hängt, Mülltüte. Okay. So. Da warten wir mal, ob da nicht noch ein paar Freunde kommen. Bleibst du liegen, wenn ich auf die Schiene. So. Auch er geht down. Leider würde ich sagen, lässt unser MP5 hier, würde das vermutlich mal, ist das ein bisschen langsam Munition aus. Aber ich hoffe mal. Das sah ungesund aus. Oh. Da ist jetzt keiner mehr. Leider keine vernünftige Munition mehr dafür. Ja, dann lassen wir das. Nehmen wir lieber mal beide Pistolen. Beide hatte ich gesagt gehabt. Mal nachladen. Okay. Ah, Painkiller. Den werden wir uns auf alle Fälle noch zu genug Mühe tun. Okay. The last few prisoners were trapped in here, and more presently, it seemed I was too. Mal gucken, wo wir hier weitermachen. Alles klar. So, geht er voll Action los. Das wird knapp hier. Ein guter alter Hitman-Manier gehen wir jetzt hier langsam durch die Gegend. So, die Slow-Motion zeigte uns, das war der letzte. Ich hoffe mal, ihr habt langsam mal was Gutes fallen lassen. Ja, das nehme ich gerne mal an, merkt. So, laden wir mal durch. Ja, gehen wir mal ein kleines Besprechungsräumchen da rein. Jo. Auch nicht schlecht. Oh, Max Payne. Schade, haben wir nicht reinzoomen können. The security switch had to be in that booth. Okay. Das hätte ich gerne mal. Blinky. Das hätte ich gerne mal richtig gelesen, aber. Max Payne Killer. Aber es war leider nicht möglich. Könnt ihr gerne mal beim Video reinzoomen, ob ihr das so lesen könnt, was auf dem Zettel stand. Macht ja mal kurz Pause, schaut rein und dann könnt ihr es mal in die Kommentare posten, was da nun auf den schicken Zettel stand mit der Botschaft für Max Payne. So.
Da ist eine Tür, die gehen wir als letztes aber rein. Ich will mal hier noch umschauen. Oh, ein Kopierer. Alles klar. Ein bisschen Munition haben wir da. Ist noch eine größere Tür. Painkiller. Zu viele Painkiller machen mir eigentlich immer Angst. Friend I had left in that town. Oh, Laptop untersuchen. Monday's arrest log, as far as I could tell. And no sign of anybody from Nova Esperanza. All those poor bastards have been checked straight into the Imperial Palace Hotel. Okay, damit haben wir den einen Hinweis gesehen und wir haben die Sicherheitsentriegelung gelöst. Okay. Sieht soweit immer ganz gut. Oh. Nee, alles klar. Ich hatte die richtige Idee. Es gab keinen Punkt, die Bullets auf das Ding zu bouncen. I decided I'd try to pick up where he left off. Okay. And then immediately regretted that decision. Okay. Ich glaube, der Plan ist relativ simpel. So, Max, bleibt mal in Deckung. Seemed a crying shame to let that RPG go to waste. Das ist doch das richtige Kaliber. Ach, so ein Mist. Also die Idee ist ganz klar. Wir müssen dieses Fahrzeug da oben außer Gefecht setzen. Haben wir schon das richtige Werkzeug gefunden. 41 mm Granatwerfer. Oder die Panzerfaust. Wobei ich eher die Panzer... So, okay, so funktioniert das Ganze nicht. Da war der erste Weg schon besser. Der Max rennt ja auch mal hier dämlich in Deckung. Den nehmen wir mal hier hinter. So. Warten wir mal aufhört zu ballern. Und dann rennen wir einfach mal los. Und dann kommt der gekonnte Hechtsprung. Halt, Max, ganz mal unten bleiben, unten bleiben, unten. Ganz doofe Idee. Idee super, Ausführung ist eher das Problem. So, also ran an die Wand. Lassen wir den mal hier, den hier wegplatzen. Wir müssen nicht zu dem Polizeiwagen da hinten. Warten mal, bis er fertig gefeuert hat. Und jetzt der Hechtsprung. Und sagen... doof, wir sollten auch liegen bleiben. Aber auf alle Fälle wissen wir, der Hechtsprung hat den großen Vorteil, dass wir dann unten liegen bleiben. Das Doofe ist, dass der immer hier an die Ecke rennt. Okay. Warten wir, bis aufgehört zu ballern. Und dann wird losgerannt. Hechtsprung beim Gullideckel. So. Dann bleiben wir mal in Deckung. Seemed a crying shame to let that RPG go to waste. Okay, dann wechseln wir mal das passende Gerät. Okay. Warten wir, bis er das ja fertig geballert hat. Auch nicht, oder wir wechseln dann doch mal auf die Variante. Der meint ja schon, der hätte ja die richtige Idee gehabt. Das würde heißen, wir sollten das Schild da oben außer Gefecht setzen. Ah, so ein Also wir sind hinter der Mauer nicht hundertprozentig sicher. Das entscheidende Punkt ist, wo müssen wir eigentlich da hinschießen? Das wird die spannende Frage, die wir dann für morgen. Ich habe noch ein paar Minuten, da werden wir das noch ganz spontan noch eine Weile versuchen. Da haben wir einen guten Treffer. Okay. Ja, ballere dich aus. Und beim Gullideckel kommt dann der Hechtsprung. So. Alles klar. Super.
seemed a crying shame to let that RPG go to waste. Alles klar, an der Stelle kommt er nicht hin. Meinte ich nur. Okay, der feuert weiter hier rein. Wir können mal versuchen, den direkt zu treffen. Nein, wir werden wahrscheinlich die weiteren Fahnen versuchen, wie die Freunde das hatten. Okay. Ah, funktioniert so nicht. Die Frage ist, wo sollen wir hinballern? So, wir nehmen mal zurück, eine Panzerfaust. Mal gucken, ob wir damit mehr Glück haben. Ich werde es mal versuchen, einfach einen direkten Treffer. Ah, da haben wir ein bisschen zu früh. Also der Plan ist einfach, für die jetzt die Panzerfaust nehmen, Max. Dann muss das sein. Die Panzerfaust nehmen und dann direkt einen Brecktreffer absetzen. Ist immer eine Panzerfaust. Das ist Panzerwagen. Sollte ja eigentlich prima zusammenpassen. Okay. So, der feuert da kräftig laut. Ist das ja auch Tiere laut, wie der rumballert. Crying shame to let that RPG go to waste. Okay. So, dann lassen wir den jetzt mal ausballern hier. Bis der fertig geschossen hat. Gucken, ob das den genügt. Wow, das hat auch den nötigen Effekt gebracht, den wir eigentlich haben wollten. Jetzt können wir den Freund hier nehmen. So, damit braucht man nicht so viel ziehen. Er kann einfach so ein bisschen durch die Gegend ballern. Jo, auch eine nette Variante. Oh, oh, oh. Da waren noch ein paar. Zum Beispiel dort. Da braucht man den. Das war eine ganz doofe Geschichte. Man sollte aufpassen, dass man das Auto vor einem nicht trifft. Max, der hätte besser zielen können. Das haben wir auch schon mal geübt. Und ich ahnte, wir machen das ganz normal. Aber jetzt wissen wir, wie es ja geht. Brauchen wir ja bloß noch wiederholen. So. Warten, bis er fertig geballert hat. Ja, und losspurten. Ab dem Gullideckel dann der Hechtsprung. Damit landen wir sicher hinter dem Fahrzeug. So. Genau, wir warten, bis der fertig geballert hat. Crying shame to let that RPG go to waste. Und den müssen wir nehmen. Bleiben wir weiter hier in Deckung. Ich hoffe mal, das reicht jetzt auch. So. Jetzt werden die hier schnell genommen. Oh, dann werden wir die über fette Granatfeuer nehmen hier. So, schnell. Also mal schneller laden, Max. Wäre echt super. Oh, scheiße. Wäre echt super gewesen, hättest du schneller geladen, das Ding. So. Abraço! Tente outra vez, cuzão!
So, dann laden wir schnell nach. Wir werden das Ganze noch gefechtstechnisch noch beendet hier. So, die Last Standing haben wir, Last Chance haben wir auch genutzt. Dann gehen wir bitte in Deckung, laden mal kurz nach. Okay. So, bitte nachladen, das ist super, das freut mich, wenn du nachlädst. Der lädt dich auch gerade nach, das freut mich auch, wenn er nachlädt. So, kurz nachladen. Wenn ich das richtig gesehen habe, müsste das nur einer sein. Und zwar der, der sich hier gerade mutig nach vorne war. Oder auch nicht. Na, kommt noch jemand? Alles klar. Da haben wir das ganze Spaßteil ja auch gelöst, das Problem. Ich gehe lieber mal für alle Fälle in Deckung, falls da doch sich noch einer entscheidet, hier hochzukommen. Wir machen dann morgen hier weiter. War ja doch mal eine knifflige Situation am Ende. Das oben der Panzerwagen war nicht gerade ohne. Und jeder Treffer war eigentlich sofort tödlich. Da braucht man gar nicht drüber nachdenken. So, wie das jetzt da hinten ausgeht oder weiter, wie wir das Polizeirevier verlassen und wo wir eigentlich hinwollen, das erfahren wir leider nicht mehr heute, weil da ist unsere Zeit jetzt wieder rum. Denn das war's denn für heute mit Let's Play Max Payne. Genau. Jetzt kommt nämlich nur noch das hier. Herzlich willkommen auf meiner Endcard. Auf dieser schicken Endcard findet ihr einen Google Plus Button, der euch zu meinem Google Plus Profil führt, genauso wie einen YouTube Button, der gleich den Kanal mit abonniert. Das solltet ihr tun, falls ihr noch nicht geklickt habt. So, die beiden QR-Codes findest du Facebook und Twitter. Darüber gibt es immer gerne administrative Infos, wann etwas nicht geht oder wann etwas später kommt. In dem schicken Polaroid-Foto, da seht ihr eine Junkbox-Ausgabe. Die erste Hälfte von Enclave. Da haben wir die Kampagne des Lichtes durchgespielt. Solltet ihr auf alle Fälle mal reinschauen, wenn ihr Fantasy und etwas mag. Sehr interessantes Spiel. Hat es Spaß gemacht. Und ich hoffe mal, ich kann dort eure Kommentare lesen. So, das war's jetzt also wirklich für mich. Ich gehe jetzt mal erstmal eure Kommentare lesen und beantworten. Gib mir deinen Daumen nach oben, denn ich bin MacBurago und sag Servus und Ade.